Rund 250 Hechinger waren gestern Abend in die Stadthalle Museum zur Informationsveranstaltung zur neuen Flüchtlingsunterkunft in der ehemaligen Zollernalbklinik gekommen. Der Zollernalbkreis hatte das alte Krankenhaus in Rekordzeit zum Flüchtlingsheim umgebaut. Die ersten 30 Flüchtlinge sind auch bereits eingezogen. Landrat Günter Martin Pauli stellte den Bürgern die provisorisch eingerichteten Zimmer der Flüchtlingsunterkunft vor. In Hechingen werden ausschließlich alleinreisende junge Männer untergebracht, da eine Kinderbetreuung wie in Messstätten hier nicht angeboten werden kann. Die Flüchtlingsunterkunft in Hechingen soll die Landeserstaufnahmestelle in Messstätten entlasten, denn die droht aus allen Nähten zu platzen.